Hallihallo, Hallöchen! Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 und zwar auf der PlayStation auf der Karte Ravenport. Und ja, es ist kaum zu glauben, aber ich habe das Rübenprojekt abgeschlossen. Wir haben den Auftrag erledigt und ich habe noch tonnenweise Rüben. Jetzt mal gucken, ich habe noch im Zug Rüben und in den externen Lagern habe ich auch noch 230.000 Liter Rüben. Das ist ordentlich. Bisschen was hatte ich ja noch vom einen vorherigen Auftrag. Und jetzt ist auch noch was übrig geblieben, also Rüben haben wir reichlich. Wenn wir die noch ordentlich verkaufen können für einen guten Preis, dann sind wir eigentlich gemachte Leute. Aber jetzt muss ich hier mal den noch ein bisschen korrigieren. Da ist zwar schnell gewesen mit dem Flug, hat aber auch schnell mal alles liegen lassen hier. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber jetzt sind wir dran und werden das gerade noch ausbessern. Danach kann ich nämlich hier Hafer drauf machen. Und dann haben wir wirklich nachher auf jedem Feld was anderes. So, ich glaube, das reicht dann auch. Da fahren wir dann mit dem Flug wieder zum Hof. Ganz perfekt muss es jetzt wirklich nicht sein. So, okay, das Ding sieht ordentlich dreckig aus. Wir fahren jetzt hier an dieser schönen Steilküste lang. Und werden uns den John Deere holen. Um mit ihm nachher hier Hafer anpflanzen zu können. So, wieder vorbei am Walskelett. So, mittlerweile haben wir dann doch schon einige Felder erstanden. Müssen wir noch gucken, was wir mit den ganzen Rüben machen. So, da steht noch der Trecker, mit was ich die Rüben gefahren habe. Da ist auch noch Rüben drin. Also nicht ganz voll, aber reichlich. Ich sag ja, Rüben haben wir genügend. So, da ist unser Hof schon in Sichtweite. Felder sind alle im Wachstum. Das läuft.
Flug und Traktor sind auch ordentlich verschmutzt. Da werden wir nachher noch eine Wäsche beantragen. So, und ein bisschen Geld haben wir mit dem Rübenauftrag auch verdient. Rüben haben wir noch gar nicht so viel verkauft. Aber wir haben 57.000 damit wohl verdient. So, jetzt habe ich hier andere Bereifung drauf gemacht. Vorne recht schmal, hinten Zwillingsbereifung. Schmale mit Gewicht. So, wir werden mal ein bisschen den PKW jagen hier. Oh, jetzt hat's fast geklappt. So, ich will hier nach links. Der PKW natürlich auch. Aber ich möchte hier wieder nach rechts. So, und dann werden wir den Drescher mitnehmen. Ich habe nämlich noch einige Felder zum Dreschen, zwei quasi, aber die sind recht klein und die sind unten bei unserer kleinen Farm. So, Hafer haben wir gesagt. Machen wir hier auf dem Feld. Dann soll's so sein. Ich spring raus. Ich werde nämlich den Drescher übernehmen. Der sieht auch schön mistig aus. Oh, das kann nicht wahr sein. Wieso fällt denn da drunter? Haben wir das nicht festgemacht oder was?
So, mal schauen, ob es jetzt drauf liegen bleibt. Ich könnte ja auch ein bisschen sachte fahren. Ich bin ja auch um die Kurve gedonnert. Na, so richtig schön stabil liegt mir das irgendwie nicht drauf. Schräg ist es auch noch irgendwie. So, gar nicht so einfach. Der Drescher hat auch Überbreite. So, und dran lassen können wir es nicht, sonst würden wir hier über keine einzige Brücke mehr kommen. So, irgendwie zeigt er mir noch an, damit ich 83 Hafer drin habe. Okay. Muss das so sein? So, an unseren Hof hier oben vorbei und wir fahren nämlich runter und wollen doch unten bei unsere kleine Farm auch noch die Felder dreschen. So, mit der Riesenteil hier runtergeugen. Hier ist jetzt wirklich wichtig, das Schneidwerk nicht zu verlieren.
Hier haben wir wirklich keinen Platz, das anzukoppeln wieder. So, noch ist es drauf. So, das Feld doch recht winzig für den Drescher. So, ja, okay. Macht da gerade. Können wir gerade reinfahren hier. Spielt keine Rolle, ob ich jetzt da noch drei Körner Hafer drin hatte oder nicht. Das ist natürlich in Nukomanix abgedroschen hier. So, na, das sieht doch ganz gut aus. So, immerhin schon 2500 Liter schon zusammen. So, füllen werden wir den Drescher nicht können, aber ich glaube, so wenig kommt gar nicht bei rum. So, ich lasse den mal kurz weitermachen, da kann ich nämlich in der Zeit schon mal den Anhänger parat machen. Wir haben ja hier noch den New Holland zu stehen. Super. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht abbauen wollte.
Oh, die Geräte fallen hier auch bald runter. Ich wollte eigentlich hier ja Heu machen. Mittlerweile ist alles wieder gewachsen. Das hat nämlich reingeregnet gehabt. Und dann ist das gar nichts geworden. So, jetzt muss ich hier noch den Anhänger bereit machen. So, und dann werden wir nachher das Schneidwerk hochfahren und das Maisgebiss später holen. Und dann können wir das Maisfeld da drüben auch noch ernten. So, Schweine werden wir jetzt wahrscheinlich genug haben. Auf jeden Fall haben sie ordentlich Dreck gemacht und ich habe ein Problem gehabt das letzte Mal hier mit dem Anhänger. Das Problem wird wahrscheinlich immer noch bestehen. Okay, der sieht gleich mal fertig aus. So, ich würde mal hier noch das Auto mitnehmen. Und schauen, ob wir dieses Problem mit den Schweine aufladen immer noch haben. Das wäre natürlich ganz schade. Ich habe damit schon transportieren können, aber irgendwie ist es das letzte Mal, bin ich da nicht reingekommen ins Menü, um überhaupt die Schweine aufzuladen. So, sind wir nämlich mit dem Auto sind wir recht zügig. Aber wenn ich jetzt noch so eine Ladung Schweine verkaufen könnte, dann würde das mein Konto auch noch sehr gut tun. Aber ich bezweifle es irgendwie, damit es jetzt geht. Jetzt hat es funktioniert wieder. Alle in Reihe und Glied eingeladen. Boah, da gibt man eine Ladung, du. So, wie viel haben wir denn jetzt noch im Stall? 81. Das reicht wohl. Und wenn wir die hier noch verkaufen können, da kommt auf jeden Fall noch ordentlich Knete wieder rein. Und wie sie da alle aufgestapelt sind. Warum das das letzte Mal nicht funktioniert hat. Es gab kein Update vom Anhänger. Wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber ich kann eine ordentliche Ladung wegfahren hier und das alles mit dem Pickup.
So, was ich glaube ich noch machen konnte. Konnte das aufklappen. Ob das das Problem ist, weiß ich nicht. Jetzt versuchen wir die hier zu verkaufen. Das ist der Anhänger. Und da gibt es schon mal 19.000. Dafür bestätigen. Ho. Nö, das lohnt. So, und damit der Anhänger jetzt wieder funktioniert, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ist aber auch ein langes Teil hier. Aber ich finde es cool. 19 kriege ich rein. Habe jetzt 19.000 verdient mit den Schweinen. Habe auch 19 Schweine natürlich verkauft, ganz klar. Und mein Konto bringt es eigentlich wieder recht weit nach vorne. So, dann haben wir nämlich jetzt das eine Feld auch noch fertig. Jetzt sind dann nachher die Felder hier unten noch zu machen. So, dann kann ich den nämlich direkt wieder da reinstellen. Ich sehe gar nichts. So, was ist denn hier mit dem Baum los? Genau, ungefähr so. So, der Drescher ist natürlich auch fertig. ...6.300 Liter haben wir da runtergeholt vom Feld. Das ist jetzt, denke ich mal, ein ordentlicher Betrag. So, das können wir natürlich da reinmachen. Wir müssen jetzt das Maisgebiss haben, damit wir das andere Feld auch noch dreschen können. Und dann wären wir mit der Arbeit eigentlich so weit durch. Dann heißt es nur noch düngen, 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 damit alles schön wächst. Und dann sieht es nämlich schon ganz gut aus. Sag mal so, wenn ich das Schneidwerk verliere, muss ich den Drescher haben, wieder um das aufzusetzen da. Aber vielleicht machen wir es einfach noch sauber. Dann kann es auf dem Weg nach oben noch trocknen.
Ja, aber das mache ich denn allein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag, einen schönen Wochenstart und ja, Montagabend, 18 Uhr, nicht vergessen, wieder reinschauen. Neues LS19 Video. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.